Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Brooks, und in diesem Video mache ich den Review, also den Tutorial, wie man hier Brickset benutzt. Brickset, also das ist die Website, in der man die Collection, also in der man Lego kaufen kann, nach Lego Sets suchen kann und deine Lego Collection anzeigen kann, also kultivieren kannst, also züchten, nicht züchten, aber egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also, dass man dann die Kollektion besser folgt. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich hier gerade auf den Palpatine geklickt. Also den Video über den Magazin findet ihr in der Videobeschreibung. Dann, also ihr habt jetzt auf diesen Palpatine geklickt und dann findet ihr alle Angebote auf eBay. Dann gibt es Reviews 0 Boy. Kann man auf Bricklink kaufen für 9 Euro. Also ist schon relativ teuer. Also das hat man gekriegt für 4 Euro. Video Reviews, Instructions, 0 Alternative Builds, gibt es keine Tags. Disney, Galactic Empire, Orga, Villain, ja. Links, andere Sachen hier. Ja, hier gibt es halt diese Funktion. Also ihr müsst jetzt, bevor wir richtig anfangen, müsst ihr wissen, dass ich nicht alle, warte mal, ich gehe wieder auf das Startseite. Ich kenne nicht alle Tools hier, aber ein paar kenne ich schon und die zeige ich euch in diesem Video. Fangen wir an mit dem ersten Tool, ist dann Browse. Man kann zum Beispiel hier suchen nach Sets. Warte mal. Sets hier. Ich muss ein bisschen laden und dann gibt es hier Sets We List of Time and Years und so weiter. Aber ich wollte euch schon zeigen. New for 2021. Zum Beispiel kann man hier suchen. Star Wars, okay? Hier, ja, diesen, also es gibt in den, wie ihr wisst, die neue Microfighter-Minifiguren-Serie. Die alte, also den Review der alten, verlinke ich euch oben in der Videobeschreibung. Also oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Das gibt auch hier immer so, das wurde hier angekündigt, dass ein Microfighter rauskommt. Also dazu bin ich noch gespannt, was hier rauskommt. Also das Millennium Falcon, den muss ich mir auch noch kaufen für den Review. Und auch AT-AT vs. Town Town und auch für die Minifiguren. Und dann kommen hier alle anderen Sets. Also man weiß nicht, welche rauskommen. Also das ist die Sommerwelle. Einige davon werden der Mandalorian Starfighter sein. Den überlege ich mir zu kaufen. Also sicherlich werdet ihr den Bad Batch Review finden. Also den Review des Bad Batch. Wie heißt es? Kanonenboot. Ja, ihr werdet den bald haben, also in der Sommerwelle, wenn das rauskommt. Und dann werdet ihr auch noch den Review von den Moff Gideon Lightcruiser haben. Und dann von den X-Wing, also von den, nicht von diesen X-Wing. Also das ist eigentlich eine Neuauflage von diesen X-Wing, den wir halt, den ich bald review werde. Also wie ihr wisst, werde ich ihn halt in der im Sommer reviewen und dann vielleicht sogar bald, also in den nächsten Videos, vielleicht werde ich sogar ein Ding machen. Den Review zum TIE Fighter, aber der wird, wenn schon, kommen, also maximal wird er zum Sommer kommen. Alle diesen Videos, auf all diesen Reviews könnt ihr euch freuen. Und vielleicht auch, wie gesagt, auch bei den Kanonenboot vom, ich meine nicht Kanonenboot, sondern den Kanonenboot von den Mandalorianern und oder auch vielleicht im Wind, also in ein Jahr, die Cloud City. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier mal ein paar Sets hier gemacht. Also die ersten Sets von 1999, 2000 und 2. Das sind alles ganz coole Sets. Also ich habe da zum Beispiel dieses Set hier mit den exklusiven Teil von Han Solo. Ja, also das ist eigentlich nicht exklusiv, denn wenn ihr hier gesehen habt, gibt es hier Jabba's Message, hier und das auch mit dabei, also Jabba's Prize und hier Jabba's Message. Ja, dieses Teil ist halt sehr selten. Jedi Duel, also dieses Set will glaube ich jeder Sammler haben. Leider mit den kleineren, also das sind alles chromfarbene Lichtschwerter. Auch dieses hier, so, das ist auch ganz cool, aber ja. Was soll ich jetzt irgendwie sagen? Das ist alles ganz cool hier, aber also das sind alles ganz coole Sets. Aber jetzt, wenn ihr den zum Beispiel den heutigen Millennium Falcon anschaut, dann geht das nichts zum Vergleich. Also das ist nix. Also das heutige Millennium Falcon
Also das hier ist nichts im Vergleich vom heutigen. Also hier, das sieht schrecklich aus. Ich will jetzt niemanden beleidigen, vor allem nicht Lego, aber das sieht wirklich schrecklich aus, das Set. Und dann gibt es hier super coole Sets, die sie super gut einführen könnten. Final Duel Teil 1, also das sind einfach so Darth Vader, der Imperator Palpatine mit seinem Stock, ja, ein bisschen groß, aber egal. Und da sein Thronsaal, ein Stück davon. Und hier ist ein Offizier, ein Stormtrooper und Luke Skywalker. Das hat alles insgesamt 14 € gekostet. Wirklich, Leute. Was hatten die damals? Hier ist dann Jedi Defense 1. Mit einfach so Obi-Wan Kenobi und zwei Droidikas, einfach so. Für $7, wie immer. Also wie immer diese Sets. Und dann Jedi Defense 2, wo einfach dieses Tor drin ist von Episode 1, wo einfach so diese beiden Kampfdroiden drin sind. Ja, falls euch fragt, was diese Tabs hier offen sind, das kann ich jetzt auch schließen. Hier ist halt Ding. OBS Studio ist meine Wiederaufnahme. Gerät, dem benutze ich für meine Bildschirmaufnahmen-Videos wie dieses hier. Und hier ist halt die PowerPoint-Präsentation mit dabei, also wo ich halt den Ding gemacht habe, also den Top 10 so größten Sets kann ich jetzt auch hier schließen. Ich speichere es nicht ab, zur Sicherheit. Also ja, diesen Video mache ich alles auf diesem Computer und ich nehme alles auch hier auf, obwohl auch der Speicherplatz bald leer ist. Na, hier ist der TIE Interceptor. Apropos TIE Interceptor, also ich habe meinen TIE Interceptor Mock hier direkt neben mir. Diesen Video verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Und auch oben in der Infokarte. Das ist, und dieses hier ist einfach so cool. Das ist einfach eine Ultimate Collector Series. Ja. Ich bin hier aber nicht da, um die Sets anzuschauen, sondern für Bricklink. Dann gibt es die zweite, das zweite Tool, das ist dann Boy. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry, für mein Englisch. Dann hier steht halt so, hier kann man Lego shoppen, hier Amazon, eBay, Kataviki, das sind auch sehr viele gute Angebote, sage ich euch. Lego.com, Bricklink und andere Sachen. Ja, hier drauf gehe ich jetzt nicht so tief rein wie bei den anderen, aber ja, hier gibt es auch noch die Funktion Table. Ja, hier gibt es dann noch auf My Sets die Funktion kann man hier so draufklicken und dann sieht man so deine Collection. Da kann man draufklicken, Minifigs you want oder own. Also zum Beispiel hier, ich will alle diese Minifiguren haben. Diese Minifigur brauche ich, um Jedi-Ritter Riven zu machen. Ich zeige euch, warte mal, wie der aussieht. Oder nein, ich blende euch vielleicht ein Bild hier irgendwo ein, aber ich bin mir noch nicht sicher, weil ich bin noch nicht so gut in meiner Schneide-App vertieft, also kann ich es noch nicht so gut schneiden, dass ich ein Bild einblenden kann. Aber ja, der Jedi Consultor, zu cool, muss ich sagen. Die 2013er Welle war einfach zu cool, wirklich. Ich weiß jetzt nicht, was ja, sie hat leichte Tattoos, aber ich weiß nicht, was da so. Aber, warte mal, ich zoome mal ein bisschen dran. Eine Tag, also es gibt auch YouTube-Tags, aber der Tag, also Such-Tags, um das zu finden, ist einfach so Tattoo. Ja. Ich weiß auch nicht, was das ist. Alien, Galactic Republic, Jedi, Tattoo, Zebrek ist dann der hier. Und der kostet mit Neupreis von 60 €. Das ist ja fast der Shadow Arf Trooper aus dem, ja, aus dem Poly, also aus dem Mate Force. Ja, ich will diese Minifigur trotzdem haben. Also ich will auch noch diesen Set haben, den ich euch, also ich will nicht mehr den, warte mal, ich sag euch mal. Nee, Previous ist auch eine ganz coole Minifigur, will ich auch haben. Star Wars The Mandalorian. Ich sag euch mal die Sets. Also die Minifiguren. Ach, das sind einfach nur Minifiguren, aber egal. Ja, diese Minifigur zählt ein das hier und wo ist noch der andere eingefrorene Mensch? Diese beiden Typen zählen auch als was wollte ich sagen? Ach ja, die zählten auch als Minifiguren, wollte ich euch nur sagen. Disney Plus, Bounty Hunter, Disney Plus, ich weiß nicht, was das ist, aber egal. 2021 wollte ich euch nochmal zeigen. Das sind die Sets. Dodonna und Skywalker. Ja, die kommen aus den X-Wing. Diese Minifigur und diese Minifigur kommen aus den. Kommen aus den, warte mal, hier habe ich den Set gefunden, aber die kommen aus den TIE Fighter, die anderen. Und die ersten zwei kommen natürlich aus den.
X-Wing, ja, Trouble Tatooine will ich jetzt nicht haben, denn die Baby Yoda Minifigur werde ich dann schon haben beim Moff Gideons Light Cruiser. Hier ist es irgendwie falsch, die Pistole. Diese Minifigur, also diese Minifigur habe ich schon und diese Minifigur ist auch ein Light Cruiser, also lohnt es sich nicht mehr, diesen Set zu kaufen. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Dann gibt es hier Manifix You Want, wie gesagt. Dann Manifix You Own. Also deine, die Minifiguren, die du halt besitzt. Das sind halt meine Minifiguren. Ja, das ist nicht so das Coolste. Also das ist nicht so das, ja, hier denkt ihr euch, das ist nicht so das, also das ist, finde ich, das coolste Tor, aber nicht so das Interessante. Also das ist nicht, das ist irgendwie langweilig, dieses Tool, weil man muss immer draufklicken. Ich habe eine Minifigur, zum Beispiel hier. Ich habe diese Minifigur und ich habe sie einmal 21 Mal. Ja, natürlich habe ich sie nicht 21 Mal. Ich habe sie eigentlich überhaupt nicht und ich, also ich habe halt den AT-ST gekauft, halt den AT-ST Rider, wo die halt hier vorkommt. Das ist der AT-ST Rider, den habe ich gekauft. Oh, also da stand mit Minifiguren, weil da waren die Minifiguren nicht dabei. Ja, ich habe auch den, ja, ich glaube, das war ja, ich habe das auf diesen Angebot gekauft. Glaube ich zumindest, weil das waren immer 30 € die ich dafür ausgegeben habe. Ja, sie haben mich ausgenutzt. Aber egal. Dann gibt es ja hier Minifix. Zu jedem Set kann man auch schauen, wie viele Minifiguren da sind. Und dann die Description. Die wurde einfach nur von Lego kopiert. Dann gibt es noch die Collection Analysis. Da kann man draufklicken. Und zum Beispiel, ich habe die Minifig, ich habe 100. 7 Minifiguren. Prozent. Ich habe 100% Star Wars von meiner Minifiguren. Ich habe 10 Minifiguren, die ich will. Ich habe. Ach, ich habe einfach nur das 9% von den Minifiguren, die es gibt. Und dann, hier gibt es noch die Analyse von meiner Kollektion. Wie ihr wisst, habe ich 1999 zwei Sets gekauft. Also eigentlich die Darth Vader Transformation, wo halt noch diese Droiden waren. Da habe ich einfach das nachgebaut. Ich habe 27 Minifiguren. Also, warte mal, ich gehe mal zurück. Ja, ich habe einfach so 27 Minifiguren dieses Jahr 2016 gekriegt. Und 2016 habe ich einfach 3,4 Sets gekriegt. Also 3,4% von meiner kompletten Sammlung. Also schon stabil. Prozent meiner Kollektion. Ja, immer 2013 sogar ein hohes Ding. Ja, hohes Ding, selbstverständlich. Ich meine, hohe Kurve meine ich. Das ist halt hier so ganz vorne. Also das ist das Doppelte von das. Also das ist das Vierfache von das Kleinste und das Doppelte von das Zweitkleinste. Dann gibt es hier noch die Sets, die ich habe. Sets, die ich habe. Ich salze das ein bisschen. Und hier steht das. Ich will es aber in Gallery machen, damit man das auch sieht. Ja, das sind alles ganz schöne Sets. Die Darth Vader Castle ist einfach so schön. Also ich empfehle euch, die zu kaufen. Die kostet 130 €. Hat auch ein mittelgutes Steinewert. Also das hier habe ich eigentlich nur für den Minifiguren gekauft. Aber ein Death Trooper IG-88. Jetzt kann es auch IG-11 sein. Dann gibt es noch, wie hieß die nochmal? Ja, Rose. Und dann gibt es, Rowan Owen, keine Ahnung, Rowan, ja, ich glaube, Rowan war das. Rowan Freemaker, also einer auf die Freemakers. Diese Minifigur, die sogar exklusiv ist. Er war auch exklusiv und er nicht so ganz, weil er war auch noch ein anderes Set. AT-ACT. Den Truppentransporter und dann warte mal, hier diese Waffen einfach so. Hör, was machen wir? Nee, einfach so. Was machen wir? Ey, machen wir doch einfach ein paar Gewehre rein. Ja, das ist cool. Dann fand ich auch noch den Weihnachtsbaum ganz cool. Ja. Jonas Hütte, was soll ich dazu sagen? Das sind super coole Minifiguren und sind auch sehr selten. Heutzutage. Ja, dann gibt es hier noch ein paar Magazin-Extras. Hier Magazin-Extras, hier Magazin-Extras. Mit der Force und dann noch einen anderen Polybag. Ja, dann gibt es hier Foren, den benutze ich nie. More List. Dann gibt es noch die Reviews, die es gibt. Hier kann man auch noch zum Beispiel Leia suchen. Sucht man Leia, den Prinzessin Leia, den. Das ist sogar einer der seltensten, nein, das ist nicht einer der seltensten, sondern das Haarteil, das halt glatt ist, dieses Misprint, ja.
Das ist einer der seltensten. Dann gibt es auch noch die, die ist sehr selten. Und ja, die kommt einfach so aus der Cloud City und die ist sehr selten. Oder ich suche einfach, Boba. Na, ich will jetzt nicht L schreiben. Ich will einfach nur Boba Fett suchen. Aber ich kann jetzt kein Leerzeichen machen, weil sonst geht die Bildschirmaufnahme zu Ende. So, Boba. Boba Fett, hier, der White Boba Fett, sehr selten. Ja, der hier aus der Cloud City kostet auch sehr viel. Ja, Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Abonniert jetzt, aktiviert die Glocke, macht einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal und ciao.